Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuen Projekt. White Day, a Labyrinth named School. Es ist ein Horrorspiel, ja, ein japanisches Horrorspiel, wie man bereits gesehen hat. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bammel. Ich habe bei Horrorspielen immer ein bisschen Bammel, Leute. Ich habe mir das Spiel mal gekauft, als es irgendwie im Angebot war, 5 Euro im Store oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kenne ich nur den Anfang des Spiels, das heißt, der erste Part wird noch nicht so viel Aufregendes passieren, weil ich es noch kenne und am Anfang passiert auch noch nicht so viel Aufregendes. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass ab dem zweiten Part wahrscheinlich schon alles für mich blind sein wird. Im zweiten Part wird dann die Scheiße am Dampfen sein quasi. Auch wenn ihr es nicht seht, ich habe auch alles dunkel hier. Auch wenn es quasi im ersten Part noch nichts passiert, aber ich bin eingestimmt, Leute, ich bin eingestimmt, glaubt mir. Ihr kennt das ja, das bin ich ja immer, wenn ich Horrorspiele spiele. Alles klar. So, fortsetzen. Nein, ihr seht, ich habe gerade mal 25 Minuten gespielt, ja. Also nicht wirklich viel. Und von den 25 Minuten habe ich, glaube ich, 15 Minuten nur rumgesucht, weil es schon schwer zu sehen war. Ich habe auch ein bisschen Ton an, ich hoffe, ihr hört das nicht doppelt jetzt. Spiel neu starten. Wir spielen auf Hölle. Ich darf noch nicht Hölle. Okay, wir spielen auf Normal, okay. Daten der Autospeicherung werden gelöscht. Okay. Fangen wir mal an, Freunde. Mitten in der Nacht. Warum? Wer kommt denn auf die Idee, mitten in der Nacht irgendwie ein Girl Geschenke zu geben? Wenn du dich hinter Tischen versteckst, kannst du den Blicken der Wächter entgehen. Aber wer sind die Wächter? Also einen habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, Leute. Das kann ich sagen. Ich bin auch schon einmal gestorben in dem Spiel. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, was noch passieren wird. Wirklich null. Wie gesagt, jetzt der erste Part ist noch so ein bisschen zum Einstimmen. Ja, geil. Welche Schule hat eigentlich Rollläden, ganz ehrlich? Ja, und damit geht's los. Geil, Hauptgebäude, Abschnitt 1, 13. März, 22 Uhr. Rennen und hinsetzen. Durch Drücken von L1 oder Viereck kannst du laufen oder sitzen. Im Sitzen verjüngest. Alles klar, verjüngest sich die Wahrscheinlichkeit, von den Wächtern entdeckt zu werden. Wenn du zu lange läufst, wird dir schwindelig. Bitte lege kurze Pausen ein. Warum verjüngest? Wer kam denn bitte auf die... Okay. Im Schulgebäude befinden sich an einigen Stellen Dokumente. In diesen Dokumenten findest du zahlreiche Hintergrundgeschichten über die Schule und Hinweise, die dir weiterhelfen werden. Solltest du einmal nicht wissen, wie es weitergeht, nimm bitte die Dokumente ganz genau unter die Lupe. Alles klar. Ich sollte zunächst ins Klassenzimmer der... Habe ich die Dokumente... Habe ich das jetzt... Ah, okay. Abholung der Schülerzeitung. Das ist eine Nachricht der Schülervertretung. Wer seine Ausgabe der Schülerzeitung noch nicht erhalten hat, kann sie sich im Klassenzimmer 6 der 11 Klässler, die zweite Klassenstufe dieser Schule, abholen. Neuzugänge und Transferschüler wird die Zeitung besonders empfohlen, da darin Informationen zur Schule sowie eine Karte enthalten ist. An den schwarzen Brettern, die in der Schule aufgehängt sind, kannst du das Spiel speichern. Falls es zu einem Game Over kommt oder du das Spiel unterbrechen musst, kannst du das Spiel an deinem letzten Speicherpunkt fortsetzen. Beachte bitte, dass nicht gespeicherte Spielfortschritte verloren gehen. Ich brauche einen Filzstift. Ja, verdammte Scheiße. Ich kenne mich in Japan nicht wirklich so mit diesen ganzen Klassensystemen aus. Ich fand das immer ziemlich kompliziert. Guck mal, da blinkt was. Da blinkt was. Filzstifte haben wir ja. Mensch. Sonst noch irgendwas hier? Nope. Okay, dann schauen wir uns mal die Toiletten an. Ja?
Das ist da schon mal. Ich kann das Licht anmachen. Das ist schön. Was sind das eigentlich für Toiletten? Ich war noch nie in Japan. Ich dachte immer, Japaner haben so Selbstreiniger, Selbstreinigungstoiletten. Die brauchen kein Klopapier oder so einen Scheiß. Was haben wir hier? Ah, einen weiteren Filzstift. Nice. Jetzt kann ich schon das Spiel zweimal speichern. Moment, war da irgendwas dran? Ah. Zigaretten! So etwas sollte sich nicht im Besitz von Schülern befinden. Sicherlich wurden sie von einem Chaosstifter dort versteckt. Wow, ist ja ein geiles Versteck. Muss man ja sagen. Moment, zieh ich mich. Yeah! Wup, wup! Geil! Okay, dann gucken wir uns mal die Frauentoilette an. Aha, sind dieselben Toiletten. Alles klar. Oh, die Tür ist kaputt. Die kann ich nicht öffnen. Oh! Was, eine Schulmünze? Eine Spezialmünze der Schule. Du kannst sie im Schulkiosk oder an Automaten verwenden. Hauptsache, die Schule hat ihre eigene Währung. Da weißt du Bescheid, ey. Okay, ich kann die Uhr öffnen. Sonst kann ich aber nichts hier machen. Ein Papierkranich. Ein Kranich aus schwarzem Origami-Papier. Okay, wofür brauche ich den? Hilfe! Was? SMS. Für Anfänger gibt es die Möglichkeit, Spieltipps in Form von Textnachrichten zu erhalten. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist diese Hilfsfunktion deaktiviert. Dienst nicht verfügbar. Der Dienst ist zurzeit eingeschränkt, da der Standort nicht ermittelt werden kann. Wow, danke. Danke für nichts. Wartungsstatus des Gebäudes, Stand 9. März. Die Lampeninstallation neben der Werkstatt soll morgen abgeschlossen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Leiter nach der Verwendung ordnungsgemäß weggeräumt werden. Die Verkabelung der Werkstatt wird zurzeit repariert. Alles klar. In der Nähe von Objekten, mit denen du interagieren kannst, wird das Kreissymbol angezeigt. Wenn der Cursor auf das Icon ausgerichtet ist, drücke X, um zu interagieren. Durch gleichzeitiges Halten der R2 und Bewegen des RS-Sticks kannst du den Cursor gezielt ausrichten. Items oder Dokumente können so aufgenommen werden. Bei verwendbaren Gegenständen wird das entsprechende Icon angezeigt. Alles klar. Das heißt, ich... der Butter ist da noch eine Schublade. Anscheinend nicht. Okay. Cool. Wenn du dich einer Tür näherst, die nicht abgeschlossen ist, wird das Kreissymbol angezeigt. Durch Drücken von X kannst du die Tür öffnen oder schließen. Bei verschlossenen Türen wird das Schlüsselsymbol zum Öffnen der Tür nur dann angezeigt, wenn du im Besitz eines Schlüssels bist. Wenn der Schlüssel fehlt, Symbol angezeigt wird, ist es nicht möglich, die Tür zu öffnen. Alles klar. Diese Fliege sieht aus wie Hyeon. Okay. Oh, Licht. Du benötigst Licht, um Items und Dokumente aufnehmen zu können. Um mit Gegenständen interagieren zu können, drücke den Lichtschalter im Klassenzimmer, um das Licht einzuschalten. Der Lichtschalter blinkt etwas auf, damit du in der Dunkelheit finden kannst. Versuche Lichtschalter in der Nähe der Türen zu finden. Okay. Ach da. Tada! Was haben wir hier? Darf ich das aufnehmen? Nein. Schade. Ah, guck mal, da liegt was. Byung Tae Kim. Wegen dir hat mir der Lehrer das Lösungsmittel abgenommen. Ich glaube, er war wütend darüber, dass du es im Garten vergossen hattest und die Bäume hast aussterben lassen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich hab doch morgen Chemie. Du wirst dich darum kümmern müssen. Der arme Junge. Heilgegenstände mit Kaffee, Sojamilch und Beruhigungspillen und dem Verbandskasten kannst du deine Gesundheit und Ausdauer sofort wiederherstellen. Drücke dazu den verwendeten Button im Menü Gesundheit deines Inventars. Jetzt aber Sojamilch, Alter. Ich bin nicht so der Fan von Soja. Krass, hier ist ja gar nichts drin. Ah, hier ist die Schülerzeitung. Das ist die Schülerzeitung der Yeondu High School. Das sich in der ersten Aufgabe des Schuljahres handelt, befindet sich im Anhang einer Karte Schule für neue Schüler.
Mit der Karte kannst du deinen Standort bestimmen und dich mit dem Aufbau der Schule vertraut machen. Unerforschte Bereiche auf der Karte sind mit rot markiert. Auf einfache Schwierigkeitsgraden steht dir ein Guide zur Verfügung, der dich durch das Spiel führt. Ja, ich wahrscheinlich nicht. Alles klar. Ich glaube, da ist noch jemand in der Schule. Hallo? How do we get in? Yeah. I wonder how we can do it. Oh my. You totally startled me just then. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Oh, I've seen him. He's a new transfer student. Really? Anyway, I'm leaving. See ya. I'm Sung-ha Kim, homeroom 8. Klassenzimmer 8. So jung, Han ist auch in deiner Klasse. Ich bin Hee-Min Lee. This was out of the blue. But it's nice to meet you. So, schön, why auch dich kennenzulernen. School at this hour? Es geht dich nichts an. Fine. Keep it to yourself then. I'm glad that you're here. You are going to help me out. Ach, werde ich das? Wobei denn? Kommt drauf an. Just something. Follow me. Ji-hyun and I didn't know what we were gonna do. Goodness, a guy like you showed up. Definitely have what it takes to help me. Geh doch mal einen Schritt schneller, Frau! Oh Mann! Schön in die Mädchentoilette. Welcome. First time in the girls' bathroom? Nein, eigentlich nicht. Ich soll also hier warten, bis du da drin fertig bist. What are you talking about? I'm sorry. I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. But you can crawl through that vent up there and get me. Und warum kriegst du da nicht durch? Also eigentlich würde ich ja schon sagen, nö. Aber okay. Thank you. I knew that you'd help. Das Smart Mind kann ich nichts abschlagen, Leute. We'll need a ladder, and we'll also need some sort of cutting tool. Why don't you look around? Alles klar, werde ich machen. Werde ich machen, Girl. Ich weiß auch schon genau, wo ich dafür hin muss. So, wird mir schwindelig. Einmal die Drahtzange. Eine einfache Drahtzange durchtrennt Zäune und kleine Drähte. Ach, hier könnte ich mir jetzt eine Sojamilch kaufen, ne? Ja. Ein, bla bla bla. Das ist da auch eins. Und was ist das in der Mitte? Reis mit was? Was ist das? Was ist das da unten? Ach, Milchkaffee. Geil. Nee, ich bin eigentlich kein Kaffeefreund. Sie enthält eine Auswahl an Werkzeugen. Nö! Du kannst dir auch einfach eins rausnehmen. Aber gut. Reparatur der Beleuchtung im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Die Verkabelung der Werkstatt wird länger dauern als gedacht. Die Reparatur erfordert umfangreiche Bauarbeiten. Die Entfernung der Ventilatoren zwischen Werkstatt, dem Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre und die Toiletten wird notwendig sein. Jo, und da schreiben wir uns mal die Leiter.
Guten Tag. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit Kim. So. Dann einmal da drauf. Dann kann ich das hier jetzt mit meiner Drahtzange kaputt schneiden. Und dann kann ich auch schon hier rein. Schön da reinkriechen. Was zur verfickten Hölle? Heilige Mutter Gottes. Hat er erst mal den Schüler verprügelt? Gut zu wissen. Das ist viel heißer Kampf. Ich komme nicht dran vorbei. Ja, dann müssen wir den wohl abdrehen, ne? Rätsel. Einige Rätsel müssen mit dem Cursor gelöst werden. Wenn der Cursor zu einer Hand wird, kannst du mit diesem Teil das Rätsel interagierend lösen. Drühe X, bla bla bla. Ja, ja, alles klar. Schön durch die Spinnenweben, geil. Und dreh die Scheiße. So, jetzt gibt's aber noch ein zweites. Und nochmal Spinnenweben, geil! Da ist es. Und drehen. Geil. So! Dann mal auf in den Wirtschaftsraum. So, einmal wieder die Drahtzange benutzen. Und dann können wir runter. Blub. Zur Hölle? Was ist das? Okay. Auf einmal okay. Oh Gott, das war der Schwachsinn. Ich erinnere mich dunkel. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe, aber es war anscheinend richtig. Und das Licht geht an. Eine Metallmarke, eine Holzmarke, die mit einem Symbol für Metall versehen ist. Ein Glücksbringer. Und Klassenzimmerschlüssel für Hauswirtschaftslehre. Alles klar. Was kann ich hier machen? Kann ich das Ding bewegen? Ach, da kann ich wahrscheinlich irgendwas reinlegen, wenn ich es hätte, oder? Und dann drückt er das irgendwie komisch zusammen. Dann öffnen wir mal die Tür. Hi. Ja, da bist du glücklich, ne? Ich bin ein geiler Typ. Not bad. Thanks a lot. Ich weiß. Diese Schule scheint ein gefährlichster Ort zu sein. Ich glaube, der Hausmeister ist wahnsinnig. You're not trying to scare me, are you? I'm not that gullible. Aber ich habe das doch gesehen. Oh, but did you know? This school used to be a hospital during the Korean War. Rumor has it the whole school is haunted because so many people died here during that time. Maybe the rumor's true. I mean, especially on a night like this. Oh! Did I scare you? I guess you don't like ghost stories, huh? Ist der Wein? Das sah grad ein bisschen so aus. The doors are probably all locked by now.
They lock all the doors after 10. Except for the lecture hall lobby, that is. If we want to leave, we have to go to the lecture hall. You know the new building, lecture hall, and here are all connected, right? Here. This is the key to that hallway there. Could you open it on your way out? Go ahead. I still have something to do. Oh, du willst so sterben. Okay. Und Schlüssel für zentralen Korridor. Kann ich mit dir reden? You didn't leave yet? Ja, ich will mit dir reden. What are you scared? You chicken? Ja, lach mich halt aus, Mädel. Mein Gott. Okay, Leute. Ich werde dann hier abspeichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich habe noch ein ganz kleines Zicken-Stückchen weitergespielt. Bestimmt, das haben wir im nächsten Part in 5 Minuten durch. Wie gesagt, der nächste Part wird wahrscheinlich schon neuer werden. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen. Wenn es langsam blind wird, wenn ich mir in die Hosen scheiße. Und ja, da freue ich mich schon drauf irgendwie. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Part. Tschüss!